Denn guten Morgen allerseits, wir hoffen mal, ihr sitzt bereits. Es ist die Zeit der Narrenrufe, nicht alle kamen aus der Hufe. Die Steuer drängt Mandanten auch, das hebt den Energieverbrauch. Wo andere lachen, singen, trinken, wollt in Beleg ihr nicht versinken. Wo doch so manch Bestandsmandat die Automatisierung nie gesehen hat. Obwohl der Druck der Pandemie uns bracht viel Effizienzmagie, kam auch die Sonderregelung mit, immer noch eine, Schritt auf Schritt. Die Zeit und Nerven stets noch fressen und alle immer wieder stressen. Fachkräfte fehlen, das zieht die Kreise, die Arbeit ruft und zwar nicht leise. Der Irrsinn hat gar nicht Methode, dafür so manche Anekdote. Was scanne ich und was fax ich nun? Was kann die Automatik tun? Man lehrt zu lachen und zu lernen, Prozesse wirksam zu entkernen. Und was soll man euch noch erzählen, die sich mit Rückfragen schon quälen und eisern brav die Nerven wahren angesichts der krassen Scharen, die ein ganzes Jahr lang Zeiten hatten und es sich endlich jetzt gestatten, den ganzen Ramsch zusammensuchen, damit die Steuerengel buchen. Ihr ahnt es längst und wisst es schon, analog ist asynchron. Wäre endlich alles digital, dann hättet ihr jetzt doch die Wahl, welch Narrenruf ihr hören wollt und wohin ihr des Weges zollt. Im nächsten Jahr heißt es aufs Neue, Mandante sind erwartungstreu. Die fünfte Jahreszeit rollt an, zieht alle wieder in den Bann. Und doch die Steuerbranche schwitzt, der Abgabetermin schon drohend blitzt. Bis dahin habt ihr jetzt noch Zeit, die Technik, die ist längst soweit. Was fehlt, ist nur der Katzensprung zur digitalen Abwicklung. Wer weiß denn, was als nächstes kütt? Wichtig ist nur, mir mache mit. Wollen wir's reinlassen, die Automatisierung? Jawohl, na aller Marsch!